Am 10. Januar 2019 blickt die DEA Deutsche Erdöl AG zurück auf 120 Jahre Unternehmensgeschichte. Eine Geschichte geprägt von Pioniergeist, Einfallsreichtum und dem Mut zum kalkulierten Wagnis. Eine Geschichte des Erfolgs und der Rückschläge, des Wandels und der wiederholten Neuausrichtung. Eine Geschichte des beständigen technischen Fortschritts und der permanenten Veränderung. Eine Geschichte der Suche, Erschließung, Förderung und Verarbeitung fossiler Energieträger, stets angetrieben von der Notwendigkeit zur Innovation, wie auch vom Drang, sich als Unternehmen immer weiter zu entwickeln und zu verbessern. Wir erinnern uns und schauen zurück auf unsere 120-jährige, vielschichtige, ereignisreiche und unglaublich facettenreiche Geschichte. Die heutige DEA Deutsche Erdöl AG wird am 10. Januar 1899 in Berlin als Deutsche Tiefbohr-Aktiengesellschaft gegründet. Rudolf Nöllenburg ist erster Geschäftsführer und die treibende Kraft in der Frühphase des Unternehmens. Im thüringischen Nordhausen bringt er den Aufbau einer groß angelegten Maschinenfabrik energisch voran. Die ersten Aktivitäten finden vor allem im niedersächsischen Wietze statt, der Wiege der deutschen Erdölgewinnung. Mit einer Reihe von technologischen Durchbrüchen gelingt es, die zunächst noch sehr einfachen Fördermethoden innerhalb weniger Jahre zu revolutionieren. Man erzielt schon damals beträchtliche Bohrtiefen von bis zu 1700 Metern. Im Jahr 1910 hat das noch junge Unternehmen in Wietze bereits über 900 Bohrungen fertiggestellt und eine Jahresförderung von 110.000 Tonnen erreicht. Jahre später, im Mai 1945, liegt alles in Trümmern. Und die Zukunft der Erdölförderung in Deutschland ist zunächst mehr als ungewiss. Etwas Geduld bitte. Da sind sie schon, die fahrenden Vorboten der Goldgräber aus unserem Jahrhundert. Sie kommen nicht mehr mit Schaufel und Sieb, sondern in einem Spezialmesswagen, ausgestattet mit den jüngsten Errungenschaften der Geophysik. Und sie suchen nicht etwa Goldstaub, sondern flüssiges Gold, nämlich Erdöl. Die wichtigste Aufgabe nach 1945 besteht darin, die Rohstoffbasis des Unternehmens durch die Erschließung neuer Ölquellen wieder aufzubauen. Hierbei helfen neueste Verfahren der Geophysik, der Exploration und der Fördertechnik. Hier muss Öl vorhanden sein, nach wissenschaftlichem Ermessen. Eigene Bohrtätigkeiten in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein bringen Anfang der 50er Jahre den ersehnten Durchbruch und führen zu einer wahren Erfolgsserie bei der Erschließung neuer Erdöllagerstätten. Der Stahlmeißel wird eingesetzt. Der Bohrmeister startet die Maschinen. Es geht los! Im Jahr 1959 wird die Jahresförderung der DEA die magische Grenze von 1 Million Tonnen überspringen. Die Bohrung ist fündig. Für die Männer am Bohrturm ist es wie das Happy End eines gewagten Abenteuers. Der Schatz ist gehoben. Aus einer Tiefe von 2000 Metern Erdöl. Die
Explorationserfolge ab Mitte der 50er Jahre bescheren dem Unternehmen einen erheblichen Innovationsschub und ermöglichen die konsequente Weiterentwicklung der Bohrtechnik. In neuen Raffinerien kommen die jüngsten technologischen Errungenschaften zum Einsatz. Bereits 1952 ist in Heide die erste katalytische Crack-Anlage Deutschlands in Betrieb gegangen. Man sucht nun auch verstärkt nach Erdgas. Zudem ist die DEA seit ihrer Gründung stark im Steinkohlenbergbau engagiert und gewillt, auch dieses Geschäftsfeld weiter auszubauen. Wie auch die Bereiche Mineralöl und Chemie. Zusammen mit der Continental Oil Company Conoco gründet DEA 1961 die Condea Petrochemie Gesellschaft. Man baut eine hochmoderne Anlage in Brunsbüttel-Kog. Condea ist international aufgestellt, unter anderem mit Werken in Nanjing in China und in den USA. Den rapide wachsenden Bedarf an Rohöl decken zu können, wendet DEA sich in den 50er Jahren zwangsläufig dem internationalen Geschehen zu. Die heimischen Erdölvorkommen sind bei weitem nicht ausreichend für die hohe Verarbeitungskapazität in den Raffinerien. 1954 erwirbt DEA Explorationslizenzen in Peru. Es folgen Syrien, die Türkei, Kanada und Libyen und in der ersten Hälfte der 60er Jahre Algerien, Österreich, Italien, Dubai, Iran und Oman. Den teilweise recht gewagten Abenteuern ist ein sehr unterschiedlicher Erfolg beschieden. Einzig die 1964 im Emirat Dubai offshore erworbenen Konzessionen sollten sich als nachhaltiger Volltreffer erweisen. Wird DEA durch die US-amerikanische Texaco übernommen und 1970 in Deutsche Texaco DTA umbenannt. Der unmittelbar vor der Übernahme gemachte Ölfund in Dubai wird durch Texaco zügig entwickelt und geht 1969 in Förderung. Im Zuge der Ölpreiskrise von 1973 rücken dann aber auch wieder potenzielle Fördergebiete in Deutschland verstärkt in den Fokus. Die Urlauber am Strand von Norddeich können sich ungestört in der Sonne regeln. Sie werden von der Bohrung nicht behelligt. Seit Anfang der 60er Jahre ist die Offshore-Exploration stark im Kommen. Überall in der Welt fördert man nun unter dem Meeresboden, vor allem in flachen, küstennahen Meeresgebieten. In Deutschland sind es zunächst die Küstengebiete der Ostsee nahe der Kieler Bucht. Ab 1978 fällt dort mit dem Projekt Schwedeneck-See der Startschuss für erste Aufschlussbohrungen und die anschließende erste deutsche Offshore-Förderung. Kurz danach beginnen auch in der Nordsee, im Wattenmeer westlich von Friedrichskoog, erste Arbeiten. Auf der Sandbank Mittelplate vor der Westküste Schleswig-Holsteins wird ab 1980 durch Bohrungen das bis heute größte deutsche Ölfeld in einer Tiefe zwischen 2000 und 3000 Metern nachgewiesen. Der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert. Beide Projekte, Mittelplate und Schwedeneck-See, setzen internationale Maßstäbe für eine sichere und umweltgerechte Ölförderung in einem sensiblen Umfeld. Nummer
Nummer 808. Für die gnädige Frau. Nummer 862. Ein Spezialöl für Vögel wie diese. Nummer 822. Für sehr feine Dinge. Nummer 850. Für ganz schwere Brocken. Nummer 826 ist Autoöl. Das gleiche Öl, nur abgefüllt in handlichen Dosen. Für Automobile aller Art. Autolacke und auch dieser sind Erdölprodukte. Die Vielzahl der Dinge erschreckt Sie? Bitte beruhigen Sie sich mit Erdöl. Auch Schlafmittel werden daraus gewonnen. Im Downstream-Bereich verändert der Lauf der Zeit das äußere Erscheinungsbild der Tankstellen und der Marke DEA. Die Verteilung von Kraftstoff an den Verbraucher geschieht zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch auf recht funktionale Weise. Das beginnt sich ab den 20er Jahren zu ändern. Hier eine der ersten Tankstellen des Mineralölunternehmens Olex, ab 1911 zeitweilig eine Tochtergesellschaft der DEA. Und so sehen die Stationen in den 50er Jahren aus. Und so Mitte der 60er Jahre. Jedoch ist das Tankstellengeschäft der DEA im Vergleich zur Konkurrenz zunächst nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Dies ändert sich mit der Übernahme durch Texaco. Dem Zug der Zeit folgen die modernen Selbstbedienungsgroßstationen. Auf einer Fläche von immerhin 2500 Quadratmetern bieten sie, um nicht zu übertreiben, vieles. Vieles, was dem Autofahrer durch Selbstbedienung Zeit, Geld und Ärger spart. Texaco verpasst der altehrwürdigen DEA ab 1970 einen gänzlich neuen Anstrich und setzt in Sachen Markenbewusstsein, Werbung und Außendarstellung auf dem deutschen Tankstellenmarkt komplett neue Maßstäbe. Kurz, dem Kunden alles geben, was sein Auto und er selbst brauchen. Nach der Übernahme der deutschen Texaco durch RWE im Jahr 1988 wird der Name DEA reaktiviert und mit einem neuen Logo versehen, worin DEA, die Göttin, sichtbar in Erscheinung tritt. Super Ingo! Super Ingo! Hey Ingo! Super! Super Ingo! Nicht Diesel! Jetzt DEA, wir tanken Sie auf! Im Jahr 2002 trennt sich RWE DEA bei einem Marktanteil von zuletzt 12% in Deutschland vom gesamten Tankstellennetz. Die Gründung der RWE DEA Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie 1988 eröffnet dem Unternehmen neue Möglichkeiten. Im Inland konzentriert man sich nun vor allem auf die Suche und Förderung von Erdgas. In den 90er Jahren gelingen bedeutende Erdgasfunde in Niedersachsen. Eines der größten Felder, die Erdgaslagerstätte Völkersen, ist noch heute das ergiebigste Erdgasfeld Deutschlands. Heute betreibt DEA mehrere der produktionsstärksten Erdgasfelder in Deutschland und hat in Niedersachsen mittlerweile über 60 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus einer Tiefe von 5000 Metern gefördert. Ein enormer Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands. Zudem ist DEA bis heute stark in der Suche und Förderung von Erdgas und Erdöl in Ägypten und Norwegen engagiert. Neben den Standorten in Deutschland ist DEA auch mit Lizenzen, Förderanlagen und Büros in Libyen, Algerien, Mexiko, Dänemark und Brasilien aktiv vertreten.
Nach dem Verkauf der DEA durch RWE an die Investmentgruppe Letter One im Jahr 2015 wurde im Jahr 2017 eine Vereinbarung zur Fusion mit dem großen deutschen Upstream-Unternehmen Wintershall geschlossen. Und so blickt die Deutsche Erdöl AG nach 120 Jahren dem nächsten Kapitel ihrer bewegten und äußerst erfolgreichen Unternehmensgeschichte entgegen.